Willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 15 in den USA hier bei Mission America. United States of America, America. Mit dem Money 99. Amerika. Hallo. Offensichtlich sehr amerikanisch begeistert, fasziniert, begeistert. Living to America. Gibt's da nicht diesen Song? So ähnlich, glaube ich. Aber so wie. Oh Gott, darf ich das erzählen? Meine Mathelehrerin, die auch unsere Oberstufenkoordinatorin ist, meinte, hätte am Abend von Nikolaus hätte die Familie gesungen. Ein Drittel wäre schreiend rausgerannt, zwei Drittel hätten so schief gesungen, aber sie hätten wenigstens Spaß dabei gehabt. Aber man darf eigentlich nicht dabei zuhören, wenn die singen. Na dann. So nach dem Motto. Solange sie nicht Musiklehrerin ist. Nee. Aber die war heute krank. Weißt du, ich stehe heute Morgen schön auf, gucke erstmal auf den Online-Vertretungsplan. Supi, die ersten zwei Stunden fallen aus. Wunderbar. Mich hat es natürlich gefreut, dass die ersten dann schon an der Schule waren, ne? Weil die nicht, das Coole ist ja, wir haben einen Online-Vertretungsplan. Das Coole ist ja, wir haben einen Online-Vertretungsplan, nur der Nachteil ist, der kommt so spät, also was heißt so spät online, der kommt eine halbe Stunde vor Schulbeginn online. Nur, dass die meisten dann schon im Bus sind und es dann schon zu spät ist. Ja. Wenn wir einen hätten, würde er nichts bringen. Weil? Noch später. Viertelstunde? Wobei, im Regelfall eigentlich schon am Vortag. Ja, der Vertretungsplan gibt es eigentlich schon am Vortag, nur kommt da halt dann immer noch mal viel mehr dazu. Ja. Am eigentlichen Tag. Was ist denn das hier eigentlich für unsauber gedüngt? Helfer. Ja, ja, ja. Money-Helfer. Ich glaube, ich lasse gerade meine Fahrzeuge an sämtlichen Orten stehen. Nur nicht da, wo sie sein sollten. Das glaube ich auch. Schämst du dich nicht dafür? Mensch, Money. Mensch, Money. Was soll denn das? Oh Gott, oh nein. Ich hatte dir ja bereits erzählt, wir sollen in Musik einen Song machen, ne? Mhm. Schreiben, was weiß ich nicht. Habe ich ja angefangen, einen Money-Song, weil die ärgern mich ja immer so ein bisschen damit, wobei mich das eigentlich so eine Scheiße interessiert, was die sagen. Wenn du jetzt was sagen würdest, finde ich das ganz gut. Money. Wenn du. So, und dann haben die halt so einen extrem assi-Rap eigentlich geschrieben, der eigentlich nicht viel mit mir zu tun hat. Sag mal. Ja? Sag mal. Was denn? Was haben die Schönes geschrieben? Oh, das habe ich mir nicht behalten. Schämst du dich denn nicht? Nö. Solltest du aber mal wieder tun, schon so lange her. Wieso? Hast du gerade ordentlich Geld abgezogen bekommen? Nö. Ich habe aber die Sämaschine raufgetankt. Ehrlich? Ja. Boah, geil. Nee, aber es ist jetzt wirklich nichts abgezogen. Warum habe ich jetzt Schulden? Nee, habe ich nicht. Ach, das fällt hier gerade jetzt uns. Okay. Ich hab, Dann sehen wir das halt mal. Ich hab auch Geld abgezogen bekommen. Und ab geht's. Schicker Zug hier rechts. Sattelzug. Nee, ist kein Sattel. Nee, leider nicht. Noch nicht. Der kommt noch vorne dran. Also ab sofort kaufen wir nichts größer als den 32-Tonner, weil alles größer hat hinten keine Kupplung mehr. So, der Dass das klar ist. Der darf Helfer. Der darf Helfern, der zurück zum Hof. Mensch, steht alles da so. am Ende vom Feld herum. Das sieht nach einer Düngemaschine aus. Hast du korrekt erfasst. 500. 400 was? Euro. Für was? Haben wir gerade. Oh, sollten wir langsam wieder was verdienen. Nee, ich lasse das mal hier ins Negative laufen. Ach,
Komm, das war eine Motivation für dich. Eine Nachfragemission an Land zu ziehen. Ich dachte, eine generelle Mission. Moment, hier müssen wir hier ein bisschen besser platzieren. Ich glaube, bei dem Feld bin ich auch eine Weile am Säen. Geht's dir gut? Nein. Warum? Weil wir 9 Tonnen zu wenig Gerste haben. Das ist ungefähr... Warte, ich hab noch was im Hänger. Ehrlich? Nein. Depp! Du wolltest doch die Mission an Land ziehen. Nee, du solltest sie an Land ziehen. Ich hab dir nur befohlen, dies zu tun. So, damit du jetzt auch hier möglichst schnell ins Negative kommen, gärche ich mal ein bisschen, ne? Jetzt kommen wir früh genug. So den Tag über. Kannst du mal Missionen machen? Nee. Anstatt hier nur Träger zu polieren. Repräsentation ist alles. Hier ist aber keiner, dem wir uns repräsentieren müssen. Nee. Sie können sich nicht weiter vom Hochdruckreiniger entfernen. Sie können mich mal am A lecken. Entschuldigung. Sie können jetzt. Du meintest doch bestimmt den Arm, gell? Könnte leicht peinlich sein, aber nicht, ich erzähl's auch nicht. Nein, ist manchmal, wenn man im Meer war, ne? Meer ist ja salzig und man dann sich getrocknet hat und dann ist ja so eine leichte Salzschicht auf der Haut. Wenn man die dann abfleckt, das ist irgendwie so ein ganz lustiges Gefühl und schmeckt irgendwie auch ganz lecker. Das glaube ich dir. Das schmeckt bestimmt gut. So schön nach Schweiß, ne? Ja, der ist auch salzig. Ach nee. Aber der schmeckt, glaube ich, nicht so gut wie... Woher weißt du das? Ich sagte, ich glaube, der schmeckt nicht so gut. Woher weißt du, dass du es noch nicht probiert hast? Oh. Kommen wir hier dem Negativen aber gerade ganz nah. Hör auf, die Fahrzeuge zu waschen. 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, verdammt 2. Nochmal, jetzt arbeite. Ja, ich stell... Was habe ich gerade für ein Video gesehen? Oh ne, das kann ich jetzt nicht bringen. Wieso? Nee. Ja, ich stell mal eben kurz den Düngerhelfer um. Nee. Doch. Ganz eindeutig. Ja, so sehe ich das auch. Allerdings. Das passt aber hier gerade so. Was hat uns unser Politiklehrer erzählt? Ja, die Saarländer und die Pelzer, die mögen sich ja nicht so wirklich. Und dann kommt halt ein Saarländer und Pelzer, wie es doch so oft ist, vor eine gute Fee. Und beide haben Wunsch frei. Und wünschen sich gegenseitig weg. Sagt der Saarländer. Darf ich mir wirklich alles wünschen? Ja. Ich glaube, den hast du schon mal erzählt. Nicht? Oh Mann. Nee, aber ich weiß nicht mehr, jetzt immer weiter. Ja, bau mir eine Mauer ums Saarland. So hoch, dass die Pelzer nicht mehr reinkommen. Ja, genau, doch, mit der Mauer wusste ich's doch. Und wie geht's weiter? Ich weiß ich nicht mehr. Sagt der Pelzer, ja, darf ich mir auch alles wünschen? Ja. Ach, irgendwie ein Graben, ne? Ja gut, lass Wasser rein. Ja, ihr wusste ich doch irgendwas mit Wasser war es doch. Oh Mann. Hast mal was Besseres auf Lager? Nee, Moment nicht. Nee, haben wir alle bei der Mission verkauft, ne? Hä? Lager, Mission und so verkaufen.
Ah, jetzt sieht man auch was. Warum endet man eigentlich nachts um 3? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Kann man nicht immer einen Tag machen? Nee, noch nicht. Erst wenn alles gesät ist. GS. GS at Daytime. Ja, ist schon klar. Aber nein, einfach nein. Licht aus, dann werden die Parts kleiner. Cockpit an sich? Innenperspektive. Nee, aber möglichst nah ranzoomen. Oh, ich bin mal gespannt, was... Oh Gott. Was Fabi zu deinem Bürger sagt. Wer, der macht einen Hänger ab. Schreib's ihm in den Chat. Oh Gott. Schlingert der. Ich wollte nachgucken, wie es bei den Schafen aussieht. Ja. Wolle 14%. Tja. Wir müssen mehr Schafe kaufen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Widersprich mir nicht. Ich bin hier der Chef, ich habe die meisten Abonnenten. Bei mir ist irgendwie gerade Stillstand, komischerweise. Ich muss mal wieder Motorstellungen machen. Ja, jetzt versucht er sich hier raus zu argumentieren. Naja, aber die geben schön Klicks und danach Abonnenten. Man muss ja rein logisch denken, ne? Immer diese Profitkette, du sollst das, was macht dir Spaß macht. Und was du kannst, nicht das, wovon du keine Ahnung hast. Oh Gott, jetzt kommst du auch schon mal wie mein Bruder. Halbwissen. Manchmal könnte ich wirklich so links, rechts. Wie gesagt, die haben ja die Spielreflexkamera gekauft, ne? Ja. Und dann war jetzt in Amerika. Ja. Für 2 Wochen. Und dann, wie gesagt, ist er zum Flughafen gekommen. Und ich war mit dabei und hatte halt extra die Kamera, um ihn so ein bisschen damit zu ärgern. Nur hat er nichts gegen gesagt. Und mein Vater meinte fast, ja, sein Freund hat halt auch eine Spielreflexkamera dabei. Und man meinte, da kann er jetzt schlecht was gegen sagen. Aber normalerweise wird er sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber. Warum? Weil er einfach so ist. Was? Wir haben schon 9:15. Oh Gott. Warum musst du 9 ins Bett? Ja, wir haben nicht zufällig 76 Tonnen. Nee. Mais. Wir haben nicht mal ein Maisschneidwerk insofern. In der Tat, ha. Was ist denn? So dunkel, das macht schon so. Mach mal einer Licht an. Oh, es wird Licht. Mit dem Feld bin ich ewig beschäftigt. Ich bin dafür, dass wir uns als nächstes eine größere Sämaschine kaufen. Okay, dann brauchen wir einen Grubber. Nee. Doch. Oder? Doch, nee. Doch. Sie hat auch. Mit dem Horsbrunnen schon brauchst du keinen Grubber. Kann der die normalen Getreidearten? Es gibt einen Horsbrunnen und einen Horschmaestro. Der Maestro hat meistens Zuckerrüben und der andere hat die anderen 3 Standard. Okay, und wie viel kostet der? 91. Und wie viel PS braucht er? Warte. Sekunde. Nein. Schnell, der Part ist vorbei. Wir brauchen T8 vorne dran.
Das heißt, das, was ich hier habe, reicht nicht? Nee, 100 PS liegen dazwischen. Okay, das reicht. Gekauft. Ja. Nein, okay, das war schon wieder von diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen.